Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Fenster des Arbeitsblattes zur Polynomdivision. Im vorigen Video haben wir uns mit der Division durch eine zweistellige Zahl auseinandergesetzt. In diesem Video werden wir uns nun den Divisionsalgorithmus als Grundlage für die Polynomdivision näher ansehen und dies erfolgt anhand eines praktischen Beispiels. Stell dir vor, du möchtest 2820 Euro fair auf 12 Personen aufteilen. Das heißt, jeder wird eine gewisse Anzahl an verschiedenen Scheinen bekommen. Also an 100-Euro-Scheinen, an 200-Euro-Scheinen, an 5-Euro-Scheinen oder auch an 50-Euro-Scheinen. Es geht nun darum, herauszufinden, wie viele von jedem Schein jede Person bekommt. Probiere doch selbst, dir das einmal näher zu überlegen. Hier unten im Fenster siehst du meinen Hinweis. Es wird sich dabei um 200 Euro handeln, um 30 Euro und um 5 Euro. Die 200 Euro bietet sich an in 200 Euro Scheinen, die 30 Euro in 3 10er Scheinen und die 5 Euro gleich aus 5 Euro Scheinen. Pausiere doch das Video nun und überleg dir diesen Algorithmus näher. Gut, wie schon verraten, wird jede Person einen 200-Euro-Schein bekommen. Denn wenn ich die 200 Euro mit 12 Personen multipliziere, bekomme ich 2400 Euro heraus, die ich einfach abziehen kann. Somit habe ich einen Rest von 420 Euro. Die 200 Euro würden natürlich noch zweimal in die 420 hineinpassen. Jedoch würde dann nicht jede der 12 Personen exakt fair gleich viel bekommen. So, wie schon auch zuvor verraten, wird jede Person 30 Euro bekommen. Also 30 Euro mal unsere 12 Personen ergibt 360 Euro. Wenn ich von der 420 nun diese 360 abziehe, erhalte ich 60 Euro Rest. Diese 30 Euro würden natürlich noch zweimal hineinpassen, aber dann hätten wir dasselbe Problem wie zuvor, dass nicht alle Personen gleich viel bekommen. Naja, und wie ich auch schon zuvor verraten habe, die 5 Euro mal die 12 Personen ergeben nun genau 60. Wenn ich diese 60 abziehe, erhalte ich exakt 0 Rest. Also jede Person bekommt einen 200-Euro-Schein, drei 10-Euro-Scheine und einen 5-Euro-Schein, somit eben 235 Euro. Hier findest du das Ganze noch einmal aufgelistet. Du möchtest eben diese 2820 Euro fair auf 12 Personen aufteilen. Im vorigen Video haben wir genau diese Division durchgeführt und haben schon festgestellt, dass es 235 herauskommt. Aber im ersten Schritt können wir nicht nur 2 Euro, sondern eben 200 Euro Scheine verteilen. 12 Stück. Oder man könnte auch 24 100 Euro Scheine verteilen. Auf jeden Fall ergibt das 2400 Euro, die wir abziehen. Von diesen 420 Euro, die übrig sind, kann ich jeder Person weitere 30 Euro geben. Also 12 mal 30 ergibt 360 Euro, die ich wieder abziehe. 60 Euro Rest. 60 dividiert durch 12 ergibt 5 Euro. Also bekommt jede Person weitere 5 Euro. Ich habe 0 Rest. Jede Person erhält also insgesamt 200 Euro plus 30 Euro plus 5 Euro. Also 235 Euro. Und genau nach diesem Divisionsalgorithmus funktioniert auch die Polynomdivision, welchen wir uns im nächsten Video näher ansehen werden.